Verehrte Damen und Herren, lassen Sie uns ein bisschen über Glück sprechen. Und wenn wir über Glück sprechen, müssen wir auch ein bisschen über Unglück sprechen. Es hat viele Facetten. Ne? Wenn man Menschen fragt, da gibt es Umfragen, die sagen, ja, gut, ne? Sechs in Lotto war schon super. Ne? Ja, klar, kann man schon verstehen. Ne? Wobei, ich glaube, Geld allein macht nicht glücklich. Das muss einem schon gehören auch. Also. Wobei, natürlich, kann ich schon nachvollziehen, also dass Geld ein Indikator für Glück sein kann. Ich habe auch lieber einen Porsche-Depression und das in der U-Bahn, nicht? Aber ja, da wäre sehr sozialdemokratische Einstellung. Und in China zum Beispiel, da glaubt man wahnsinnig stark ans Glück. Sind auch sehr glückliche Menschen. Das kriege ich immer wahnsinnig eindrucksvoll vor Augen geführt, wenn ich bei uns im Ort zum Herrn Ding gehe. Ja, der Herr Ding, der hat ein kleines China-Restaurant und ist ein wahnsinnig lieber Mensch. Ganz ein freundlicher, da kommst rein. Hallo, Herr Glittern. Heute auch wieder da. Wie geht der Frau? Wie geht der Frau? Mal habe ich heute. Nette Menschen. Muss ich wirklich, also ganz liebe Leute. Ja. Die Chinesen sind so freundlich, ich weiß nicht warum, aber die sind so freundlich, so offen, die lachen auch immer, die Chinesen, ne? Die Japaner strahlen mehr, aber und nicht nur, dass sie wahnsinnig freundlich und glücklich sind, sondern sie sind auch extrem weise. Das ist ein unfassbar gescheites Volk, ja, weil die das über Jahrtausende überliefert bekommen von ihren Ahnen, von ihren Vorvätern. Ja, die kriegen diese ganzen Weisheiten überliefert. Und das Tolle am Chinesen ist, er ist großzügig. Er lässt uns Österreicher an seiner Jahrtausenden alten Weisheit auch ein bisschen teilhaben. Aber nicht belehrend, dass sie jetzt glauben, irgendwie auf moralischer Zeigefinger, auf Apostel oder so. Nein, die machen das viel subtiler. Die packen ihre Weisheiten, die sie vorher auf kleine Zettel drucken, die machen sie den Ärgsten auf, die drucken das auf Zählen und dann bocken sie das in ganz grausliche Kekse rein, ja. Und wenn man Zahn gegessen hat und man kann vor lauter Glutamat im Kopf noch was lesen, dann schiebt er da das so um, so, weißt, so, nimm die knusprige Ente, Schätze, was du halt immer da eingefüllt gekriegt hast. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten, an dieser chinesischen Weisheit mitnaschen zu dürfen. Ich präsle den Keks auf und denke mir, was kann ich heute lernen? Was? Wenn du etwas haben willst, was du noch nie gehabt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Ich war fertig, ich habe wochenlang nicht durchgeschlafen. Wirklich, ich hab mir den Zettel aufs Nachtkastel gepickt mit einem Isolierbandel, weil ich danach getrachtet habe, nach dieser Weisheit zu leben. Und ich habe mir selber das Hirn zu denken, was muss ich tun, was habe ich noch nicht gehabt? Was will ich haben, was muss ich machen? Ich bin um 4 Uhr in der Früh mit der Pyjama-Hose, bin auf der Straße und umgerannt in die Tanksteine. Was muss ich tun? Schlafen geht deppert, der Tankwart. Und da haben wir gedacht, Wahnsinn, ja, wie kann man so weise sein? Was fehlt uns Österreichern? Gar nichts, gar nichts. Ich habe mir eine falsche Frage gestellt, weil wir Österreicher ja auch weise sind. Nur wir haben andere Weisheiten. Wissen Sie, ich glaube, man darf sich da nicht immer so mit anderen Völkern messen. Man muss sich auf seine Kernkompetenz besinnen. Und wir Österreicher haben Weisheiten, da könnte man Bücher füllen, andere. Wissen Sie, wir bringen es halt ein bisschen knackig an den Punkt. Was liegt, das biegt. Ja. Hilft's nicht, schaut's nicht. Wer zahlt schon auf da, warst nicht aufgerollt, warst nicht runtergeflogen. Das sind also, wenn die Sonne weg ist, wird's frisch. Bist heiratet, ist wieder gut. Das sind so die Klassiker. Nicht so. Das sind so österreichische Weisheiten halt. Ne? Und wissen Sie, was mir auch so gut gefällt an der österreichischen Seele oder an der Kultur? Dass wir ein Volk sind, das imstande ist, diffizile Sachverhalte zu präzisieren. Wir bringen es einfach am Punkt und tun da nicht im Konjunktiv um ein Dumm. Ja, könnte, wollte, wäre, hätte. Nix. Und zwar am kürzestmöglichen Weg. Und? Arsch. Arsch. Gibt's keine Frage, die im Raum steht? Da ist alles gesagt.
Da ist alles gesagt. Ne? Oder sagen Sie mir mal ein Volk in Europa, das imstande ist, eine Frage mit einer Feststellung in einem Satz zu kombinieren. Das kennen nur wir. Was willst du machen? Und das taugt mir so an die Österreicher, was? Diese positive Aufbruchsstimmung, dieses sich nicht der Ist-Situation widerstandslos einfach hingeben, sondern sagen, na hey, was willst du machen? Und die einzig legitimierte Antwort auf diese epochale Aussage ist, eh. Und wenn Sie diese zwei Archetypen der österreichischen Dialogkultur zu einem Gespräch treffen, dann ist ein Anflug von Perfektion gegeben. Ja, was willst du machen? So, was willst du machen hier? Sehr wurscht. Na, wurscht ist nicht, aber machen kannst du nichts. Ne? Willst du machen? Wurscht. Mir ist sauer. Also, was ich sagen möchte, die haben Yin und Yang und wir haben und Wurscht. Ne? Also, da kann man es zusammenfassen, glaube ich. Und. Und was den Österreicher auch so ausmacht, ja, in seinem Naturell, ist das Bestreben, mit dem geringstmöglichen Input den größtmöglichen Output zu erzielen. Also wenig hocken, aber viel Marie. Ja. Gibt es auch so eine österreichische Weisheit, lieber am Bauch vom Fräsen als am Bugel vom Hakeln. Ne? Das ist auch so eine. Haben Sie schon mal auf Bauernkalendern gelesen wahrscheinlich. Ne? Das ist, da sind wir zum Beispiel ganz anders wie die Amerikaner. Nicht? Der Amerikaner von den United States of A, der ist komplett anders drauf. Wenn der Amerikaner wo auftaucht, merkt das die ganze Welt. Das hört man, das spürt man, das zahlt man, das ist überall spürbar. Nicht? Zum Beispiel erinnern Sie sich, Irak, nicht? Schon eine Zeit her, aber da hat der damalige Präsident hat beschlossen, wir müssen das Regime Saddam Hussein stürzen. Wir müssen es zusammenhauen, da sind sie einmarschiert mit 15.000 Navy Seals, 48 Millionen Dollar Budget und 6.000 Schuss Munition. Dann war natürlich die Regierung im Irak kaputt. Ja, was brauchst du in Österreich, um eine Regierung zu stürzen? Eine Finca, 7 Kameras und 2 Wabler. Ne? Die Chinesen sind, die haben es schon irgendwie drauf. Ne? Das Land der Gelehrten, der Philosophen, Poeten, Dichter, Denker. Haben wir natürlich auch in Österreich, ne? Wolfgang Ambros. Ist mehr so ein Dichterdenker. Aber hören Sie auf, es ist. Wobei, ich bin mir auch grundsätzlich nicht sicher, dass ich alles, was ich jetzt dort erzählt, ob das stimmt. Das hat keinen Wahrheitsgehalt. Also ich beziehe mein Wissen aus Illustrierten, die ich in Arztpraxen mir aneigne. Ja, ich tue immer so ein bisschen auf extra schlau. Meine Frau hat das relativ zügig überrissen. Die hat gesagt, ja, nett, aber nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Jetzt hat sie unnix, hat sie zu mir gesagt, schade, gell, Venedig. Sag ich, um was geht's? Na ja, weißt du, die Leute und das Wasser, wäre schon gerne mal dort mit einer Gondel gefahren. Ich habe gesagt, ich habe nicht einmal gewusst, dass die eine Seilbahn haben. Also, ja, das wusste ich nicht. Ne? Das, und eben aufgrund dieser geistigen Limitierung glaube ich für mich, dass ich diesen jahrtausendealten Kulturvorsprung der Chinesen nicht einmal ansatzweise imstande bin aufzuholen. Die sprechen Mandarin, ich frisst zum Nikolaus einen Sakel. Ne? Also,